zu einer weiteren Folge Hofbergmann mit dem Tigerfarm. Hallo. Lüscher. Oh. So, ich gehe mal gerade den Anhänger, den Holzanhänger verkaufen, ja? Mhm. Da haben wir nämlich eine neue Version hier drauf. Beziehungsweise eine andere. Ja, einen Mod halt. Einen Autoload. Hier können wir den ja benutzen. Kann ich gleich die Poltergabel noch verkaufen. Ja, ich hab Tempomat funktionieren. Bei mir geht's. Also, bisschen. Ich werde dann heute noch ein bisschen Holz machen. Unser kleines Feld müssen wir nachher irgendwann mal pflügen. Und du fährst gerade noch zu den Gewächshäusern. Wie bitte? Das ist richtig. Ah, bisschen leise. Mhm. Was ist denn? So. Ich muss da Ich bin mal gespannt, wie viel uns der Anhänger bringt. Vielleicht können wir sogar ein bisschen Plus machen. Geht nicht. Tempomat. Tempomat fahren ist ja sowieso langweilig. Oder? Wohl nicht. Oh, das war ein bisschen zu schnell. So, wenn euch die ganze Hof-Bergmann-Geschichte hier gefällt, dann lasst gerne mal ein Like, Abo oder einen Kommentar da. Am besten alles. Genau. Bei der Käserei müssten wir auch nochmal reingucken. Ist noch nichts. Habe ich gerade eben schon geguckt. Oh ja. So, dann haben wir nochmal 800. Das habe ich ja erst letzte Folge oder so weggebracht. Okay. So, knapp 26.000 hat uns der alte Anhänger gebracht. Und 26 kostet der neue. Der ist ja perfekt. So, Breitreifen natürlich. Oder? Ja. Gut. Frontlader brauchen wir noch, gell? Ja. Ja, brauchen wir. Nicht, dass ich hier noch aus Versehen zu viele Sachen verkaufe. Ist ja schlecht. Soll ich noch irgendwas mitbringen? Das war's, oder? Keine Ahnung. Frag mich nicht. Ich frag dich aber. Du sollst mich aber nicht fragen. Welchen Anhänger habe ich eigentlich gekauft? Hast gemeint, wir hätten einen anderen Anhänger. Achso, den Holzanhänger. Der dann. Das ist die Hitze, die macht die Birne baller baller. Merkt man. Sag ich doch. Widerspreche nicht. Ich hab nicht widersprochen. Ich widerspreche doch nicht. Alter, geh mal unputzen, verdammt. Nö, Hamburg. Häng mal den Kopf unter das Wasserfass. Da muss ich 5 Meter laufen. Traktor aussteigen, hin das Wasserfass gehen, Wasser laufen lassen. Ah, stimmt, den Gabelstapler haben wir ja auch noch. Geklaut. Diesen Polen. Ich wollte nämlich gerade mal gucken, was die Schäfchen machen. Ja, war ja klar. Ich muss noch das letzte Gewächshaus füllen und noch einmal runterfahren. Du? Ja, ich. Wer sonst? Ich habe dich nicht verstanden. Du bist heute sehr zurückhaltend. Ich hasse diesen Tempomaten. Oh, ich sehe gerade. Ich
sehe gerade was. Was siehst du? Guck mal hier, diese Lichter. Die hängen in der Luft. Beim Anhänger. Die sind ein bisschen schlecht gemacht. Die hängen in der Luft. Hier. Siehst du nicht das kleine Seil da? Nein, da ist kein Seil. Na klar. Das ist hier oben festgemacht. Da ist kein Seil. Bei den oberen kleinen Lichtern. Und, ja, so ein ganz kleines Seil ist das. Okay. Achtung, Kopf weg. Sonst ist er ab. Hattest du noch Bäume gefällt? Nee, gell? Mhm. Ah, doch, einer liegt noch da. So, im Grunde funktioniert der Autolot recht gut. Den einzigen Nachteil, den ich finde, ist, dass man sich nicht anzeigen lassen kann, welche Seite aktiv ist. Aber da bist du ja auch nicht weitergekommen, oder? Jetzt müsste eigentlich kommen. Oh, habe ich vergessen. Ich hab's ja gemacht, aber ich hab's nur vergessen mitzuteilen. Der geht. Hat es funktioniert? Mhm. Ja, das ist ja gut, dass du es nicht gesagt hast. Weil dann wird man ja die Version für das RP nehmen. Mhm. Aha. Mhm. Für alles zu üben. Huh, wo kommt der lange Baum jetzt schon wieder her? Von mir. Jetzt habe ich meinen Tempomaten auf Punkt gelegt. Das funktioniert. Alter, der Baum rutscht nicht runter. Kann schon sein. Wie weit muss ich denn noch zurück? Der Anhänger macht halt keine Unterschiede, wie lang die Bäume sind. Der will nicht runter. Das ist das einzige Blöde. Aber sonst funktioniert das nicht. Ja, finde ich im Moment eigentlich auch. Ist ein bisschen besser auch zu handeln wie der MAN-LKW. Nicht pfeifen. Warum nicht? Das nervt. Ich nerve nie. Also auch nicht mein Pfeifen. Darüber sind die Meinungen geteilt. Stimmt nicht. Alle sind für mich. Außer du. Das könnte bitte mit seinem alten Maps kommen. Haben wir einen Flug? Ja, gell? Ja. Hast du alles vergessen? Ja, irgendwie schon. Haben wir überhaupt noch Traktoren? Nee, den Maserati habe ich gerade verkauft. Ah, deswegen sitze ich noch drin. Genau. Das ist ein Lag. Ah, ist ein Lag. Ah, den Band habe ich auch gerade verkauft. Also wenn du willst, kannst du mal mit dem Flug hochkommen. Oder was machst du gerade? Immer noch. Einmal Wasser holen, wenn ich so. Oder soll ich ohne Wasser diese füllen? Das, wenn du das hinkriegst. Krieg ich nicht hin. Wobei halt, wenn du da reinpinkelst, ist es nicht so gut für die Pflanzen. Ich würde ja auch nicht reinpinkeln.
Ja, du willst doch Wasser wieder da reinmachen. Das ist ja aber kein Wasser, wenn man pinkelt. Man sagt aber, man geht Wasser lassen. Das ist ein Sprichwort. Ja, ja. Das muss man nicht wortwörtlich nehmen. Ich nehme keine Abkürzung. Warum vergessen? Ich nehme gar keine Abkürzung. Ist mich egal, ob du eine Abkürzung nimmst. Oder nicht? Nee. Solange du arbeitest. Was ist Arbeiten? Vorankommen. Was ist Arbeiten? Das, was du nicht machst. Doch, klar, mach ich. Was tue ich gerade? Richtig, arbeiten. Schwätzer. Was? Schwätzer. Weißt du es? Ich weiß was. Was? Ja, wenn was einer redet. Nee, Geschwätz ist was anderes. Geschwätz ist unnötig. Nein, ich ja. Also schon reden, aber halt unnötig reden. Kommt aus dem Schwäbischen. Nein, ich ja. So, wir haben noch ein paar neue Mods drauf. Willst du was dazu sagen? Bist du halt so nicht gesprächsbereit? Ich kann dir nicht sagen. Wir haben diese Pokémon und diese Verkaufsstelle noch. Und den Timberrunner, genau. Ja. Das hatten wir. Und lädt er jetzt nicht? Soll ich mal so einen Dieselverkauf platzieren? Ja, kannst du machen. Ist halt die Frage, wo? Beim Silo. Nee, daneben. Nicht bei uns. Ja, wo denn? Ja, wird er irgendwo anders. Vielleicht hinten beim Holz mit dabei. Ja, das kann ich nicht da platzieren. Ich habe angeblich nicht das Land gekauft. Du musst den Hof wechseln, glaube ich. Oh. Ich mache bald mein eigenes Lohnunternehmen auf. Du kannst ja da mal noch ein bisschen Straße anbauen, dass man da... Nee, ja, das passt. Kannst du mir Fahrmanager geben? Hab ich doch gerade. Achso. Ja, hab ich doch. Nee. Okay. Klar. Ja, hier hast du Fahrmanager. Halt. Jetzt. Nee, schon die ganze Zeit. Habe ich direkt nachdem du rüber bist. Aber eben konnte ich nicht landscapen. Warum lädt er jetzt wieder nicht? Ja, gut. Onload, Offload, On, Off, also Bullshit. Haben wir umsonst den anderen verkauft? Was verkauft? Den alten, oder? Warum denn? Was meinst du mit deiner Wortwahl? Dass es nicht angezeigt wird. Achso. Weil du mir nicht gesagt hast, dass du den umgearbeitet hast. Dann hätte man den nämlich einfach direkt drauf machen können. Ach, umgearbeitet habe ich ihn nicht, ich habe ihn nur getestet. Ich habe gesagt, du sollst gucken, ob du... Vorhin hast du gesagt, du hast es gemacht. Ja, getestet. Das Testen ging es nicht. Es ging darum, dass die Anzeige richtig ist, was aktiv ist. Ach so, ja. Getestet habe ich ihn selber. Das kann ich noch machen, ja. Ich muss ihn mal rumfragen, wie es gerade findet. Ja, wenn nicht, dann schreibe ich jemanden an, der das mir... Nee, ich kenne da schon so meine Kontakte.
gewisse Kontakte im Discord. So. Kann ich den nicht anheben? Warum habe ich meine Lexrad irgendwie? Nö. Meine Kettensäge ist weg. Mausrad. Ach nee. Ich kurbel am Mausrad wie ein Weltmeister. Das ist doch schön. Das ist auch ganz. Bei mir funktioniert so. Jetzt ist er wieder da. Komisch. Wir sollten echt mal die neueste Bergmann-Version hier drauf machen. Das bringt dir ja nichts. Ja, aber durch den Patch, das bringt, hat anscheinend alles einiges durcheinander gebracht. Und es kann auch sein, dass es das beeinflusst hat. Ja, aber die neue Version ist dann nicht kompatibel, dachte ich. Das ist, es gibt ja eine, die ist jetzt Apache 1.4, die. Aber die Produktion, gehen die jetzt wieder? Welche? Ja, die Produktion von der Karte hier. Ja, klar, das ist ja dann ready. Das wurde ja dann gefixt. Okay. Alter, schon wieder so ein Megabau. Wollen die mich doch verarschen hier? Ich glaube, ich habe mich gerade verhört. Was du gesagt hast. Warum? Na, ich glaube, das sage ich jetzt nicht. Ich glaube, die wollen mich verarschen, habe ich gesagt. Nee, ich habe was anderes verstanden. Aber das ist rassistisch. Ja, dann habe ich es mit Sicherheit nicht gesagt. Ja, ich habe es ja nur verstanden. Ich habe was falsch verstanden, habe ich ja auch gesagt. Ja. Ich glaube, ich habe da was falsch verstanden. So. Wir sind am Ende angekommen. Ich werde jetzt das Bäumchen hier nochmal abschneiden. Dann werde ich mich nächstes Mal hier, denke ich, um die Neulandgewinnung bemühen. Alles 17. Warum 17? Keine Ahnung. Also. Genau. Und danach kann ich hier auch mit der Baumfräse drüber fahren. Weil dann ist hier, dann sieht man mal wieder was. Durch die ganzen Büsche, die hier rumliegen, sieht man sowieso nicht, wo die Baumstümpfe sitzen. Oh, da steht sogar noch das Gewicht mitten im Busch. Da ist was Böses im Busch. Nehme ich doch gerade mal mit. Gut, Freunde, wenn es euch gefallen hat, wie gesagt, gerne Like, Abo, Kommentar oder alles. Am besten alles. Und bis morgen. Haut rein, macht's gut. Ciao. Tschüss.